Und damit herzlich willkommen zurück zu Higurashi, wenn sie heulen. Diesmal mit Facecam. Nur ein bisschen ärgern. Wenn es mir zu dumm wird, dann lasse ich es auch. So. Sie schmecken, also wir sind bei den sauren Gürkchen. Sie schmecken nicht schlecht. Exzellent wie immer. Mom sah mir beim Essen zu. Mit einem lächelnden Smile. Was? Es macht mich so glücklich, dass du das Frühstück nicht mehr... Skip. Auslässt. Keishi. Seitdem wir hier hingezogen sind. Ich vergesse immer diesen Teil des Satzes. Ich war noch nie eine Morgenperson. Ich war nie eine Morgenperson, wenn wir in der Stadt, wo wir in der Stadt lebten. Als. Ich lief immer bis zur letzten Minute, um dann zur Schule zu rennen. Ohne Breakfast. Ohne Frühstück. Und boykottierte es. Was Mom. Egal, was Mom machte. Das kannst du wohl meine Rebellionsphase nennen. Ich warf keinen einzigen Blick auf das Frühstück, wofür sie so früh aufstand. Ja, wenn ich die Zeit zurückgehen könnte, würde ich mich selber schlagen. Sagt er wirklich? Man wusste die Zeit, also trieb sie mich an mit einem weiten Grinsen. So, ganz einfach mal. Genau, ist. Da wackelt der Laptop so. Wird es nicht langsam Zeit, Rena zu treffen? Ich verniedliche schon Rena extra nicht. Beeilung! Ma schien wirklich den Fakt, dass ich mich mit einem Mädchen zur Schule ging, zu begeistern. Rena ist eine meiner Klassenkameradinnen. Sie liebt es wirklich, sich um Leute zu kümmern. Ja. Trifft mich jeden Tag, ohne mich zu verpassen, was. Egal wie es ansah, ein Typ wie ich in meinem Alter mit einem Mädchen zur Schule gehen zu sehen, es war wirklich lahm. Das brachte so gar keinen Sinn. Aber es wäre sehr gemein von mir, wenn ich sie warten lassen würde. Ich frage mich wirklich, wie lange sie jeden Morgen auf mich dort wartet. Bitte bedanke dich bei Rena für die sauren Gürkchen. Ja, sie hat uns die gegeben. Ja. Wo ich darüber nachdenke, die sauren Gürkchen waren gar waren nicht aus einem Laden gekauft. Was? Waren nicht gekauft aus einem Laden. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich sie ein bisschen mehr gewürdigt. Danke, das war das Wort. Guten Morgen! Keishi! Guten Morgen! Freudiges Willkommen war so frisch wie der Morgen selbst. Das sagt er. Ist nicht mein Wortsatz. Naja, wenn das passiert, dann gehe ich halt einfach. Ach, Keishi, du bist so unfair. Ich warte immer auf dich. Naja, ich lass dich einfach im Dreck. Ohne zurückzublicken. Ach, warum bist du so gemein? Warum? Mit ihr zu spielen war immer ein bisschen, immer sehr lustig. So schnell, wie ihre Laune sich veränderte. Ist doch nur Spaß. Natürlich warte ich auf dich. Mit diesen Worten schien Rena zu relaxen. Ihr Gesicht wurde ganz rot. Danke. Ich werde für immer warten, bis du kommst, Rena.
Nee, egal, wie lange das dauern wird. Kopfhörer rutschen. für immer? Ja, sie ist besonders schwach über solche bei solchen Themen. So. Es ist wirklich selten, dass man jemanden findet, der so leicht ist zu ärgern und so spaßig. Hast du jemals eine Romantik-Story gelesen, Rena? Hä? Nein, habe ich nicht. Von dieser Antwort, wenn man seinen Satz nicht komplett hat. Von dieser Antwort her kannte ich, dass sie recht interessiert war daran, aber zu schüchtern, um selber sich einen zu kaufen. Ich könnte mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn sie es tun würde. Sie würde wahrscheinlich so ganz rot anlaufen und ohnmächtig werden. Oh ja, eine Nachricht von Mom. Sie bedankt sich für die Erbsen. Jede einzeln. Ist auch Gürkchen. Ach, das wäre doch nichts. Bitteschön. Wie waren sie? Nicht zu salzig? Ah, so salzig waren sie nicht. Sie schmeckten sehr leicht. Ich würde dich gerne vor meiner Antwort was fragen. Warst du die Glückchen sauer gemacht hat? Oder war es deine Mom? Hä? Warum fragst du? Waren sie zu salzig? Sie veränderte sich schlagartig und fing an, Panik zu schieben, also panisch zu werden. Warst du es, Rena, oder deine Mom? Warum fragst du das? Warum? Du bist ungemein, Kelchi. Je nachdem, wer sie gemacht hat, wird meine Meinung sich schlagartig ändern können. Sie schien sich wohl panisch daran erinnern zu wollen, wie viel Salz sie benutzt hat. Es war nicht, als würde ich in diesem Moment versuchen wollen, sie zu ärgern. Aber ich konnte mich einfach nicht stoppen. Typen, sich daraus eine Freude machen, sind wahrscheinlich die schlimmsten. So, Typen wie ich. Rena öffnete nervös und schloss ihm wieder ihren Mund. wie ein Karpfen. Und versuchte eine Antwort daraus zu kriegen. Also versuche eine Antwort zusammenzukriegen. Es war ich. Lecker. Hä? Das waren jetzt zwei unterschiedliche Personen. Sie waren wirklich gut. So wie die davor. Passten perfekt zum Reis, den deine Mutter gemacht hat. Gesicht? Vielleicht auch der Vater. Sonst gibt es keinen im Haus. Ihr Gesicht wurde wieder knallrot. Es war wirklich so viel Spaß, sie zu ärgern. La la la. Komm, lass uns gehen. Sonst wird Mio noch weiter auf uns warten. Und dann wird sie mich nie mehr damit in Ruhe lassen. Ja. Rena kam zur Realität zurück, als ich das zu ihr sagte. Sie war einfach ein sehr komisches, leicht schüchternes Mädchen. Rena Ryugu. Ich kenne sie nur seit einem Monat. In dieser Zeit kam ich mir zur Erkenntnis, dass nicht nur ihr Name sehr komisch ist. Ja. Mishan! Oh, das geht wieder los. Sie nennt sie immer Mishan. Weiter den Weg sah man eine Person auf uns warten. Sie Notiz zu uns. Strafzettel. Als sie es bemerkte, winkte sie uns. Ach, endlich. Ihr zwei seid aber spät. Normalerweise bist doch du, die spät ist. Ja, einen scharfen Kontrast zu Rena.
ist das mir. Die ist genau das Gegenteil. Sie ist Mion Sonosaki. Sie ist unser die älteste Schülerin in unserer Schule und unsere Klassensprecherin. Guten Morgen, Rena. Es ist eine Weile her, Kaishi. Wie viele Jahre nochmal? Ach, ich denke nur ein oder zwei Tage. Nicht, dass du... sag nicht. Ach, du warst um einiges niedlicher damals. Mirs Blick ging runter auf, zu meiner Brust und dann viel weiter. Runter. Ich glaube, sie wird damit sagen, dass mein damals viel niedlicher war. Seine Statur. Ja, genau, seine Statur. Bevor irgendjemand fragt, nein, ich habe nie versucht, den zu zeigen. Nicht nur, dass er jetzt ein bisschen größer ist, er hat nun auch einen Bart bekommen. Das sagt Mion. Ja, sie spricht wie ihren Vater. Mein Mikro nimmt es zwar auf, aber ich sag's trotzdem nochmal. Entschuldigung, man merkt, dass ich mit diesem Buch noch gar nicht kann und ich müde werde. Überflutet von dieser Energie, jeden Morgen zu werden, ist so ein kleines Problem. Ja, ich weiß. Ich würde dich das nächste Mal ihm vorstellen. Aber sei, ja. Das sagt aber Keishi, aber sonst ist gut. Okay, seinem Vater. Seiner Mutter. Aber bitte denk dran, ihnen auch Hallo zu sagen. Hallo. Sag nicht nächstes Mal, mach's doch gleich. Ja, genau, zu den Mädels. Mit auf der Straße. Lass den kleinen Mann doch ein bisschen frische Luft atmen. Oh Gott. Das sagt mir. Ja, dem kleinen Mann am großen Zeh. Das kann nur noch besser werden. Ich werde mich wahrscheinlich noch mehr so abrollen. Ich denke nicht, dass ich jemanden je so dreckig reden gehört habe. Und dass die frische Morgenluft ein bisschen faulig wird. Man spricht wirklich wie ein alter Mann manchmal. Ich liebe diese Sätze. Jetzt prügeln sich Mion und Kaishi um etwas und Rena verbricht in Panik aus. Weil sie nicht versteht, worüber wir reden. Also doch, sie versteht es, aber... Genau, wir reden über den kleinen Mann am großen Zeh. Nicht an allen Zehen? Die kleinen Männer? Nein, sondern der kleine Mann, ja. Schüchtern und mit knallrotem Gesicht versuchte Rena dumm zu spielen, obwohl sie ganz sicher wusste, worüber wir sprachen.